die Fraktion Die Linke. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Am 8. März findet zum 99. Mal der Internationale Frauentag statt. Und ich finde, anlässlich dieses Ereignisses sollten wir doch schon mal festhalten, dass die Frauenbewegung in den letzten 100 Jahren einiges erkämpft hat. Es ist falsch, die Geschichte der Frauenbewegung als eine Geschichte des Scheiterns zu beschreiben. Nichtsdestotrotz gibt es immer noch sehr viel, was wir verändern müssen und was wir auch erkämpfen müssen, bis wir von wirklicher Geschlechtergerechtigkeit reden können. Nur einige wenige Beispiele. 2/3 aller Jugendlichen, die keinen Ausbildungsplatz bekommen, sind Frauen. Und das bei gleicher bis besserer Schulabschlüssen. Der Armuts- und Reichtumsbericht zufolge gehen 2/3 aller Mütter mit Kindern unter 3 Jahren keinerlei Arbeit nach. Damit jetzt keine Missverständnisse aufkommen. Ich finde nicht, dass man junge Frauen unbedingt zu den Segnungen der Erwerbsarbeit zwingen muss. Meine Kritik setzt dann an, wenn ein Mangel an Kitaplätzen, ein Mangel an guter Arbeit oder aber Rollenklischees Frauen dazu zwingen, auf Erwerbsarbeit zu verzichten. Immer noch wird ein Großteil der Hausarbeit, der Zeitbudgeterhebung des Statistischen Bundesamts zufolge, von den Frauen erledigt. 80% der Putzarbeit tragen die Frauen weg. Wenn man diese Zahlen nennt, hört man im politischen Raum, besonders von Männern, gerne, ja, was hat denn die Politik damit zu tun? Das muss innerhalb der Familien geregelt werden. Und ich finde, mit diesem Einwand macht man es sich zu einfach. Denn solange wir Regelungen haben wie das Ehegattensplitting, die natürlich befördern, dass einer in der Familie der Haupternährer ist und ein anderer und maximal die Hinzuverdienerin, und dann darf dreimal geraten werden, wer der Haupternährer ist, solange zementieren wir alte, überkommene Rollenmodelle. Ich finde, das Ehegattensplitting gehört abgeschafft und die Idee des Haupternährers ist ein alter Zopf, der im 21. Jahrhundert endlich abgeschnitten gehört. Der Antrag der FDP und CDU stellt ja zu Recht wichtige Probleme fest, wie die Entgeltgerechtigkeit. So weit, so gut. Doch das, was schlagen Sie dann vor? Zum Beispiel, dass der Übergang von Minijobs, also prekärer Arbeit, in sozialversicherungspflichtige Arbeit erleichtert werden soll. Damit erwecken Sie ja geradezu den Eindruck, als ob jetzt der Minijob das Tor zur guten Arbeit wäre. In der Realität ist das Gegenteil der Fall. Minijob bedeutet Sackgasse Prekarität und Minijobs bedeuten Minirenten und somit ist Altersarmut vorprogrammiert. Die Erwerbsarbeit von Frauen wird zunehmend prekär, das heißt unsicherer und schlecht bezahlt. Gegen diese Prekarisierung regt sich nun Widerstand. Nicht nur die Reinigungskräfte, nicht nur die Beschäftigten bei Schlecker wehren sich vehement gegen Lohndumping. Und ich finde, bei all diesen Kämpfen gegen die Prekarisierung von Erwerbsarbeit geht es nicht nur um reine Abwehrkämpfe. Nicht nur für mich sind die Kämpfe gegen diese Prekarisierung verbunden mit einem Aufbruch. Mit einem Aufbruch in die 4-in-1-Perspektive. Das wäre eine Vision, die für Männer wie Frauen gleichermaßen mehr Lebensqualität bedeuten würde. Denn sie besagt, dass eine Woche zu gleichen Teilen aus den folgenden vier gleichberechtigten Tätigkeiten besteht, nämlich 1/4 Erwerbsarbeit, 1/4 Haus- und Familienarbeit, 1/4 politisches, gesellschaftliches Engagement und 1/4 Arbeit an sich selber. Und für diese wichtige Vision gibt es Reformschritte, die uns dahin führen können. Dazu gehört für DIE LINKE die Einführung des Mindestlohnes, die Abschaffung des Ehegattensplittings und die Einführung von wirklich verbindlichen Vorgaben für die Wirtschaft. Denn wer immer noch glaubt, allein Appelle an die Freiwilligkeit der Wirtschaft würden hier was verändern, da kann ich nur sagen, Ihr Warten auf die freiwilligen Leistungen der Wirtschaft kann ganz schnell zum Warten auf Godot werden, und der kam bekanntlich nie. Ich habe am Anfang über die bisherigen erkämpften Fortschritte gesprochen und will dann doch noch mal sagen, alle bisherigen Fortschritte mussten erkämpft werden. Das Patriarchat hat noch nie den Frauen ihre Rechte auf dem Silbertablett präsentiert. Und insofern möchte ich uns einfach ermuntern, wenn es um die Rechte von Frauen geht, wenn es um Geschlechtergerechtigkeit geht, bleiben wir kämpferisch. Dankeschön. Monika.